So. Du hast sie alle aufgeschaltet. Direkter Treffer. Ich finde schon eine Lücke. Ein ordentlicher Treffer. Ich verliere nicht die Konzentration, Jedi. Ja, im Hintergrund befinden sich drei Kinder und eine Mama. Ich habe allerdings mit ein paar technischen Maßnahmen dafür gesorgt, dass so wenig wie möglich davon durchkommt durchs Mikrofon. Einfach mal interagieren. Egal, was passiert. Okay. Und dann vielleicht so, oder? Und dann komme ich da hoch. Und auch da hoch. Jetzt nehmen wir erstmal die naheliegenden Varianten. Mein Freund, der Wächter. Wer? Wohin bist du bloß verschwunden? Ja, ich versuche so weit als möglich außer dem Spiel und... Wer ist da hinten? Du bist da hinten. Kommt bestimmt noch welche, oder? Rieche ich doch förmlich. Eigentlich? Oh, Baby. Jemand mit Höhenangst ist natürlich ein Traum. Quasi eine bodenlose Gemeinheit. Die nachwachsen? Jede Minute kommen neue Soldaten in dieses Grab. Hast du Angst, selbst anzutreten? Hätte sich dein Droide nicht eingemischt, hätte ich dich problemlos erledigt. Ruhig, Kumpel. Ignoriere sie einfach. Auf jeden Fall coole Sicht. Es erinnert mich ein bisschen an, wie heißt es, Prequel von Alien? Weißt du, was ich meine? Hat es auch so sehr große Monumente mit riesigen Köpfen. Drücken wir doch mal einfach auf den Knopf. Also Knöpfe drücken hier im Spiel ist toll. So, noch Fragen? Mag die Jungs nicht. Was war das?
Feind geortet. Ich bleib kurz zurück. Ich kann durchkommen. Wie machst du das? Einfach reflektieren. Schon kommt der ganze Kram zurück. Du kommst hier nicht mehr lebend raus. Auslöschungstruppler. Naja, wenn du meinst. Ah, da ist er ja. Ich vollziehe den Willen des Imperators. Autsch. Dein Ende nur hinaus. Ich werde nicht zurückstecken. Kämpfe gegen mich, Verräter. Du wirst sterben, wie der Rest. Hilfst du mir mal, bitte? Wie eine Schnecke. Hab dich. Dein Leben ist verwirkt. Hilfe, bitte! Genießen, dich zu töten. Hör auf, dich zu wehren. Du kannst nicht entkommen. Hilf mir, bitte. Endlich mal im richtigen Kampf hier besiegt. Ich wollte ihn runterschubsen, aber naja, man kann nicht alles haben. Genau, wer drückt nicht gerne Knöpfe? Wow! Oh. Naja, fast. Naja, naja. Kommt, wir sterben mal wie ein Mann. Wow. Das war eine Reaktion, was? Abmarsch. Okay. Rüber geht's nicht, außenrum geht's auch nicht, dann geht's nur mit. Weil da drüben geht's weiter, so wie es aussieht. Ach, sieh an, sieh an. Hab ich da was vergessen? Hab ich da was vergessen? Ja, aber ich komme nicht rein. Was fehlt mir da potenziell? Kann ich den nach da reinschubsen? Also sinngemäß. Ich kann. Yes, I can. Ein alter Sepho. Er war Teil der Arbeiterschaft, die das Grab errichtet hat. Sie starben jedoch, bevor es fertig war. Sepho-Arbeiter, der Leichnam eines sephojanischen Arbeiters, der beim Bau des Grabes geholfen hatte. Okay. Mein Gefühl sagt mir, ich muss jetzt da drauf drücken.
dann kurz bevor das Ding darüber schießt, das Ding verlangsamen und mich dann da dranhängen und dann... Oh je. Schauen wir mal. Okay. Nur, dass es verlangsamt die falsche Taste war. Was? Achso. Schwupp. So. Vor dem Drücken oder nach dem Drücken? Ja. Ein bisschen zu weit. Aber sinngemäß so könnte es funktionieren. Pump. Ich schon, ne? Was? Wo? Mein Freund der Flammenwerfer, oder? Na gut. Dann halt auf die übliche klassische. Kannst du mir helfen? Ja, so weit drüber. Ah, na gut. Dem Imperium wären viele Artefakte entgangen, wenn du auf diesem Planeten nicht eingegriffen hättest. Ist das den Preis wert? Projekt Bora soll teuer gewesen sein. Sturmtruppler und Arbeiter. Verzichtbare Ressourcen. Du bist ein Monster. Dafür trägt Zeer die Schuld. Flammenwerfer. Ja, solange man ein bisschen Platz hat, um sie auszulaufen quasi. Also die schießen ja, glaube ich, 2 oder 3 Feuerstrahle, je nach Schwierigkeitsgrad. Und dann nehmen sie das Ding ja zu sich und laden es nach oder müssen es abkühlen und schütteln es irgendwie. Und in der Sekunde muss natürlich da dran gekommen sein. Da hast du dann am besten diesen Sprint-F-Angriff, sag ich jetzt gerade. Aber theoretisch, wenn man schnell ist, dann schafft man das. Oh. Ah, so also nicht.
Okay. So ein Zucker. Abkürzung ist eine gute Sache. Ah, das ist ja wieder der andere, okay. Dann steht da der Wächter. Auch klar. Ah, das war jetzt wegen der Abkürzung der ganze Weg. Uiuiui. Riesige Levels. Grüß Gott. Ah, hier regnet's. Wow. Ach, sieh an. Ah, die Jungs sind auch wieder da. Der war echt schlecht. Ich werde dich besiegen. Und keine Heilung mehr. Alles klar. Ja, wachsen die denn hier laufend nach oder wie? Feind am Boden. Ja, sehe ich auch so. Shit. Na, meld mal, ich komme wieder. Ich habe so ein Gefühl, dass ich wiederkomme. Meinen Counter nicht vergessen, den wir heute Morgen schon auf 6, gestern Morgen und heute Morgen auf 66 hochgebracht haben. Gestern war es ein bisschen desaströser. Ist dem Grandmaster zu schulden. Freund wieder. Du kriegst, was du verdienst. Den Tod. Ich wollte eigentlich ausweichen, aber... Ausweichen! Wieso weicht denn der nicht aus, du? Akzeptiere deinen Untergang. Ich werde nicht verlieren. Moment. Bitte! Noch mehr, oder? Du wirst bluten. Er schafft es nicht auszuweichen, das ist unfassbar. Ich brauche einen Stim, bitte. Ich werde dich in Streifen schneiden. Dreckiger Verräter. Nicht geklappt, nicht geklappt. Hattest du gehofft, du kannst mich treffen? Meine Hand wird nicht zögern.
Wie die anderen. Sie werden es genießen, dich zu töten. Bitte! Spürst du den Druck? Natürlich den Druck. Im Genick. Du kannst nicht ewig blocken. Nimm das. Du kommst nicht weg, du. Dem Kerl. Das ist unfassbar. Ich will ihn doch nur runterschubsen. Ein bisschen schubsen, perfektionieren. Verliege deinen Wunden. Zu langsam. Ich werde dich in Streifen schneiden. Endlich wieder Tätigkeit für meinen Death Counter. Das war schon beinahe. Beinahe nicht mehr wert, den programmiert zu haben. Eingebaut zu haben, programmiert habe ich nicht. Mal den Ball flach halten. Du fürchtest mich, stimmt's? Ich werde dich nicht verfehlen. Unfassbar. Echt schnell. Das war fast unterhaltsam. Gib auf. Hey, nimmst du auch noch hier. Jetzt kommt nämlich noch einer hinten raus. Dafür wirst du bezahlen. Bleib da hängen an der Kante. So. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Dann bin ich über 100. Das kann ungefähr sein, ja. Ja, ich sag mal, ich sehe immer so ein bisschen Preis-Leistung oder Preis-Zeit-Investition. Ich habe jetzt, ich glaube, es war die Digital Deluxe Edition, 65 Euro investiert, mindestens, oder 69, ich habe es gerade nicht genau im Kopf. Und da will ich halt nicht in auf Normal-Storyline vielleicht 15 Stunden durch sein. Das wäre mir irgendwie schade. Doch schon besser als vorher. Naja. Hätte es mir auch noch hochzugehen, ne? Ich habe das Artefakt zur Analyse auf mein Schiff gebracht. Schade, du warst leider nicht da. Es ist egal, was du stiehlst. Du wirst das nie verstehen. Und du schon. Das wirst du bald erfahren. Das Risiko gehe ich ein. So. Und da geht's dann gar nicht weiter, oder was? Ah. Alles seinen Sinn. Riesige Treppen. Also irgendwas erschüttert doch die ganze Höhle hier, hm?
Hörst du euch Tastatur oder Maus klicken? Von mir? Bump. Diese hohle Gasse muss er kommen. Okay, ja, danke. Ja, das bedarf noch ein bisschen Feintuning. Die ganzen Nebengeräusche rauszukriegen. Also. Früher oder später mal. Nochmal. Man könnte jetzt hier rumgehen. Die Ranken werden rot angezeigt. Das heißt, ich muss auch darum gehen. Oh, gut, das ist auch ziemlich weit. Also das Level-Design teilweise ist schon, wie gesagt, ich möchte es mal cineastisch ausdrücken. Oh. Da hängt er dann luftgetrocknet in seinem Sarkophagus. Nicht schlecht. Muss gehen. Ich habe beim Untersuchen des Sarkophags etwas bemerkt. Es ist ein sehr guter Ort, um Quellgeister loszuwerden. Du hast mich hergelockt. War das immer dein Plan? Du bist so dumm wie ein Schrottsammler.